Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Tja, komische Dinge passieren auf meinem Kanal. Ihr werdet nämlich jetzt voraussichtlich unter der Woche ungeplant habt, gibt es ein Video bei mir, ein letztes. Nee, es war am 4. April, als es rausgekommen ist. Und der Witz ist, dieses Video hier wurde jetzt am 3. April gedreht. Die Videos, die aber die Woche davor, nein, da die 2 Wochen davor gekommen sind, sind davor entstanden. Also, wir haben eine leichte Zeitverschiebung. Tricky. Huh. Nichts passiert, er ist gleich wieder gejuckt. Irgendwann fängst du mich um, Leo. Ich sag euch, wenn ich irgendwann tot um, weil ihr irgendwann ein Video seht, wo ich tot lieg, lag's am Hase, weil der mich so geschockt hat, dass ich einen Herzinfarkt bekommen habe. Gott im Himmel, dieses Karnickel macht mich fertig. Aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn mehr als alles andere. Ich war mein kleiner Schatz. Ja, also, ihr werdet jetzt von mir. Das ist jetzt blöd. Dieser Moment, wenn dir einfällt, dass du noch was brauchst für ein Video. Ja, stopp. Ja, das ist ja sinnig. Ich drücke mal ganz kurz auf Stopp. Wir sehen uns gleich wieder. Okidoki. Also schön. Mein heutiges Video ist, ich wollte euch meine besten Einkäufe seit Corona zeigen und meine Fehlkäufe seitdem. Also, es ist wie folgt. Meine besten Einkäufe kann ich euch nicht alle zeigen, weil wenn ich jetzt eins davon mitbringen würde, hätte ich hier unten ein Problem. So ein kleines schwarzes theorisierendes Ding. Also, eins meiner besten Einkäufe war ein Hasenleckerli, die. Oh, ich mach's eh nicht. Ich wollte gerade sagen, ich werde euch ein Bild einblenden, aber mal ganz ehrlich, ihr wisst alle. Ich weiß es, Mom weiß es, Leo weiß es, ihr wisst sowieso. Ich mach's nicht. Also, ich werde es vielleicht in der. Nee, werde ich auch nicht. Ich wollte jetzt sagen, ich werde es in der Beschreibung verlinken, aber mache ich auch nicht. Also es sind Hasenleckerlis. Und das Tolle dran ist halt, dass die ohne Luzerne sind und ohne Zucker und so weiter. Und deswegen sind die sehr gut für die jungen kleinen Karnickelchen. Und die schmecken eben auch gut. Sehr gut sogar. Ich gehe schon an mir hochgeklettert wie ein junger Affe. Und ich dachte mir nur so, au, meine Beine. Ja, dann mein nächster toller Einkauf, den habe ich euch schon mal gezeigt. Meine Solar-Powerbank. Wieder Power-Shopping. Wir haben wieder QVC-Momente mit Elena. Ihr wisst schon. Also ich bin immer noch total begeistert von meiner Powerbank. Und die will ich nicht hochheben, Mama. Die ist echt schwer. Ja, auf jeden Fall. Die ist super. Ich bin total begeistert von der. Immer noch. Ja, dann noch ein toller Einkauf ist Mario Maker. Das habe ich mir aus Langeweile gekauft, um ehrlich zu sein. Aber es macht Spaß. Also seine eigenen Mario-Levels zu machen, ist auch eine schöne Sache. Und ich finde es auch toll, dass man da auch Levels von anderen Leuten runterladen kann und die spielen. Also mein Vater findet es noch nicht so, aber den überzeuge ich noch. Ihr wisst schon, ich habe die Überzeugungskraft eines jungen Eskimos. Heißen die nicht inzwischen Inuit? Inuit. Die mögen doch nicht. Ja, eines jungen Inuit. Ich habe einen Kühlschrank verkauft. Ich könnte wirklich einem Inuit noch einen Kühlschrank verkaufen. Da hat meine Mutter recht. Ich habe da, ich weiß nicht. Oder ich könnte einem Saudi-Arabier mitten im höchsten Sommer noch eine Heizung verkaufen. Also ich hab Verkaufstalent. Ich weiß auch nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob schon mal irgendeiner von euch die Powerbank gekauft hat. Ich wüsste einfach gerne. Weil ich habe ja schon mal in einem Video für die geworben. Ist sogar eins meiner bestgeklicktesten Videos zurzeit. Mhm. Ja. Egal. Dann mein nächster guter Einkauf ist dieses Kabel. Sieht weird aus, ist es auch, aber es ist ein Kabel, mit dem ich hier hinten über. Boah, mir fällt jetzt gerade auf, dass ich das auch an Mac anschließen könnte, damit Platz sparen. Das erklärt so spannend. Ja, also eigentlich habe ich es gekauft, weil ich mit meinem Tablet auf meine Festplatte zugreifen wollte, weil ich teilweise da Sachen drauf habe, die groß sind und keinen Platz mehr auf dem Tablet haben, aber die ich dennoch mal gelegentlich angucken will. Und wenn es dann irgendwann mal keinen Strom hat, wollte ich eben einfach
noch dieses für mein Survivor-Set, war es das letzte Kabel, das noch gefehlt hat. Und so bin ich drauf gekommen. Und jetzt gerade ist mir eingefallen, man hat beim Mac hat man immer nur vier Eingänge fürs USB und einer bei mir ist immer dauerbelegt mit meiner Maus und meiner Tastatur. Und die jetzt fällt mir gerade ein, dass ich jetzt durch diesen Stecker theoretisch einen USB-Stick-Eingang gewonnen habe. Cool. Ich finde es echt toll, wenn ich euch tolle Sachen zeige und dabei selbst noch eine gute Idee habe. Ja, so liebe ich das. Gut, ja. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Fehlkäufe. Also, es ist immer so, egal was man macht, wenn man prozentual bei Amazon Dauer rumhängt und Amazon schon gefühlt die Startseite ist und Amazon einen schon gefühlt den Namen kennt und einem Sonderangebote zuschickt pro Tag, so 5 Stück, dann weiß man hat zu viel eingekauft und dann sollte man sich überlegen, will ich so weiterleben? Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen 2 Fehlkäufen. Also der Fehlkauf Nummer 1 ist so eine Geschichte, da war mal wieder der Eskimo, die Eskimo-Geschichte, also der Inuit. Da war mein Vater der Inuit und ich der Kühlschrankverkäufer. Und ich habe meinem Vater Wii Sports mit einem Balance Board angedreht, mehr oder weniger. Ja, mehr als weniger. Und habe ihn davon überzeugt, dass das eine ganz tolle Sache ist und dass man es auf jeden Fall braucht. Und ich glaube, nee, tatsächlich ist Monatssicht jetzt, es ist jetzt ein Monat, ist das Balance Board jetzt bei uns zu Hause und es ist ein schöner Staubfänger. Es ist ein sehr schöner Staubfänger. Ich habe nicht mal gemerkt, dass meine Mutter es umgeräumt hat, war noch schön. Ich habe es echt null bemerkt. Ich habe mir so gedacht, oh, da war ja mal noch was. Ist das noch da? Ups, nicht mehr. Ja. Und der zweite. Ich bin jetzt echt nicht mehr auf das Wort gekommen. Ja. Der zweite Fehlkauf ist, wenn man sich ein Spiel kauft, das man schon mal hat, weil man es einfach nicht aus der Originalverpackung nehmen will, weil es ja eine Sammleredition ist, und sich ein Spiel dann kauft für die Hälfte von dem, was man damals ausgegeben hat, nur mit der Erkenntnis, dass wenn es an dem Tag, wo es ankommt, dass man sich denkt, ach, das habe ich bestellt. Ja, heute ist es angekommen und der erste Gedanke, den ich hatte, als meine Mutter erzählt hat, sie hätte 2 Päckchen für mich, war, was habe ich bestellt, um Himmels Willen? Ich wollte es dann aber nicht meiner Mutter gegenüber sagen und ich so, oh, cool, ja, pack's aus und bring's mit und sei so. Also das eine war ein Laufwerk, das übrigens auch noch ein Top-Einkauf ist, aber das kriege ich erst an Ostern, also habe ich es offiziell noch nicht. Jetzt, wenn ihr das Video seht, habe ich es. Aber jetzt, wo ich das Video drehe, habe ich es nicht. So, ja. Das ist der Wandel der Zeit. Wir haben es ja, wie gesagt, wir haben es diese Woche tricky mit der Zeit. Mit der Aufnahme tricky mäßig. Ja. Aber was auf jeden Fall auch so ist, ist, ich wollte das Spiel einfach nicht aufmachen, weil es ist Sammleredition. Und dann bestellt man sich halt das andere Spiel, denkt sich, ach, das ist schon im Angebot und der Versand kostet ja nichts. Und ich habe gerade mal 1,69 € gekostet, das ist doch ein Schnapper. Und dann kommt es an und man denkt sich, was war das? Warum habe ich das bestellt? Habe ich das nicht schon? Oh doch. Ah ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, so für mich Fehlkauf. Aber wie heißt es so schön, jeder Fehlkauf kann ein Schätzchen werden. Nicht wahr, Mami? Es ist so dieser Moment, wenn man Sätze sagt, die man selbst nicht glaubt, so ganz und gar nicht. Und man dann so diesen... Ja, der drückt sich selbst ab. Ja, gut, also auf jeden Fall, das sind so die guten Käufe und die Fehlkäufe, die ich diesen Monat und die letzten 2 so getätigt habe während der Corona-Zeit. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Fehlkäufe gemacht habt oder gute Käufe. Ich habe heute noch Wattepads gekauft, weil, wie ich schon in einem anderen Video erzählt habe, ich bin da gerade voll verrückt danach. Frag nicht warum. Aber falls ihr das andere Video gesehen habt, wisst ihr warum. Das
Das ist jetzt echt so, es ist schön so tricky, dann erfährt man. Schreibt mir mal in die Kommentare, warum, weil dann weiß ich, ob ihr das Video gesehen habt. Das ist doch mal so richtig, aber mal eine richtig lustige Geschichte. Ein Vorteil, wenn man mal vorproduziert ohne Ende. Ja, ich werde jetzt meinem Hasen einen leckeren Apfel, einen Apfelsnack, Knursp, den geben. Ohne Luzerne, was voll schädlich ist für Karnickel. Jetzt sind es alles Fehlkäufe, weil ich sie aufräumen muss. Ja gut, also dann schreibt mir mal, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.ritmeitoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns wieder beim Freitagsvideo, das auch noch jetzt gedreht wird. Mein Gott, jetzt geht das Zeit. Ich fühle mich wie in Inception. Das ist so richtig so zeitmäßig. Ja, und du findest toll, dass Mami mit ihren Händen den hier macht. Ja. Ja, gell, oder so. Ja, ja. Möchtest du noch irgendwas? Vielleicht kriege ich dich noch so weit hoch, dass du kurz in der Kamera auftauschst. Komm schon. Komm schon. Oh, hab ein Herz für Mamis, die gerade Langeweile haben. Okay, also dann. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.